Ja, schönen guten Morgen zusammen. Ich hoffe, ihr habt alle gut geschlafen. Wir fangen jetzt an mit dem zweiten Tag der Konferenz. Neben mir steht der Bernhard Bühlmann von 4Teamworks GmbH und der wird einen kleinen Vergleich, wenn ich es richtig gelesen habe, zwischen Plone und SharePoint euch vorstellen. Und ich wünsche euch viel Spaß. Gut, vielen Dank. Ich begrüße Sie recht herzlich zu dieser frühmorgendlichen Stunde. Aber wir haben es trotzdem geschafft, um 9 etwa hier zu sein. Mein Name ist Bernhard Bühlmann, ich bin Geschäftsführer der 4Teamworks. Und wir sind schon seit längerer Zeit im Geschäft, also ziemlich von Beginn weg natürlich, weil wir den ersten Sprint in Bern im Februar 2003 organisiert haben. Somit sind wir da ziemlich erfahren. Mein Vortrag steht eigentlich unter dem Motto, keine Angst vor großen Namen. Also das seht ihr dann in den folgenden Folien, dass wir uns da eigentlich gegen keine andere Technologie verstecken müssen, im Gegenteil. Wer von Ihnen kennt SharePoint? Und wer hat schon aktiv mit SharePoint gearbeitet? Doch schon einige, gut. Also wir haben bei 4Teamworks die SharePoint-Geschichte eigentlich vor Plone begonnen. Das war im Jahr 2001, haben wir SharePoint-Projekte gemacht. Das hat anfangs sehr Spaß gemacht, weil da kann man alles im Webbrowser zusammenklicken. Das geht alles through the web. Man kann Listen machen, alles ist über einen Web-Editor konfigurierbar, man kann alles verändern. Es gibt Benachrichtigungen, es gibt natürlich auch eine gute Office-Integration. Suchfunktion ist eingeschränkt. Wir haben jetzt aus diesem Anlass natürlich auch die aktuellste Version SharePoint 2010 bei uns mal installiert, um wirklich wieder zu schauen, wie hat sich das entwickelt. Und das sieht etwa immer noch gleich aus. Also Kernstück ist Dokumentenmanagement. Dann kann man Aufgaben damit verwalten, Termine. Vielleicht zu den Terminen gibt es immer so interessante Fragen. Wenn wir Plone vorstellen, ist die erste Frage des Kunden, ist das mit Outlook und mit Exchange synchronisiert? Da sagen wir nein, einfach nicht direkt synchronisiert, nämlich nur über einen Export. Der Witz ist aber, dass SharePoint das auch nicht kann. Also nicht einmal SharePoint ist in der Lage, einen Termin, wenn man ihn einträgt, dass der direkt in Exchange erscheint. Also auch dort muss man immer relativieren, wenn auf Kundenseite Fragen entstehen und vielleicht mal auch sich vorbereiten und abklären, ob Microsoft überhaupt in der Lage ist, auch solche Integrationen zu liefern. Dann gibt es Bildergalerie, Blog etc. Und natürlich eben die Office-Integration. Da gibt es ein SharePoint-Protokoll, das übrigens auch von anderen Systemen genutzt wird. Alfresco nutzt dieses Protokoll, damit man in Alfresco direkt Office-Dateien bearbeiten kann, ohne dass man ein Plugin jetzt im Office benutzen muss. Und wir haben ja schon einige tolle Vorträge gehört über Responsive Layout und Responsive Design. Und bei SharePoint sieht es dann etwa so aus. Also es ist wirklich immer eine Wohltat, wenn man mit SharePoint arbeitet, lernt man eigentlich Plone dann wieder schätzen. Also es ist wirklich ein ziemliches Durcheinander. Es hat überall Knöpfe, es ist natürlich sehr bunt, es sieht aus wie Office. Es hat oben jetzt auch neu so ein Ribbon, der ist ja in den neuesten Office-Produkten eingebaut. Ja, also ich frage mich, wie da ein Endbenutzer mit so einem Tool eigentlich arbeiten möchte. Das Problem ist jetzt, dass dieser Vortrag natürlich aufgenommen wird und im Internet ausgestrahlt wird. Deshalb kann ich hier nicht ein allzu heftiges SharePoint-Bashing machen. Aber ich habe mir das selber auch noch angetan und etwa eine halbe Stunde oder eine Stunde mit SharePoint gearbeitet, haben wir so eine Teamseite aufgebaut und ja, wir haben einfach Standardinstallation gemacht von SharePoint.
Die Suche hat irgendwie nicht funktioniert. Also man hat im Wiki eine Seite erfasst und ich habe nach einem Wort gesucht und da hat es geheißen, nichts gefunden. Sie müssen die und die Komponente noch zusätzlich installieren. Also mein Tipp an euch, wenn ihr mal Ärger habt mit Plauen oder wenn ihr Plauen nicht mehr so gut findet, arbeitet 2 Stunden lang mit SharePoint und dann habt ihr wieder Spaß mit Plauen. Also es ist wirklich eine gute Sache. Also das ihr vielleicht in eurem Unternehmen, es gibt ja so Wutausbruchboxen, wo man reingehen kann mit einem Boxsack, aber dass ihr dort vielleicht ein Windows-PC einrichtet mit einem installierten SharePoint und wenn die Leute sich ärgern, können sie dort vielleicht ein paar Minuten arbeiten und dann geht es wieder besser. Interessant ist auch, also ich muss gestehen, dass ich diese Folien kopiert habe von der Website Huddle. Wer kennt Huddle? Huddle.com. Das ist ein Collaboration-Tool online und die haben sich auf die Fahne geschrieben, einfach die SharePoint-Alternative zu sein. Und die haben wirklich ein sehr gutes SharePoint-Anti-Argumentarium aufgebaut. Also die haben das wirklich analysiert, die Schwächen von SharePoint und auf der Website von Huddle kann man das alles eigentlich nachlesen. Interessant ist auch, also für mich war das interessant, wenn ich dann bei Offertstellungen Präsentationen mache, dass ich jetzt auch einen Fragenkatalog habe, wenn der Kunde schon SharePoint im Einsatz hat, kann man zum Beispiel fragen, wie setzt man Zugriffsrechte auf einem Ordner? Das ist offenbar ziemlich schwierig und undurchsichtig in SharePoint. Was ich selber erlebt habe, dass natürlich nicht alle Browser unterstützt sind. Also Sie können ruhig auch fragen, wie kann man mehrere Files mit Firefox hochladen? Geht nämlich auch nicht. Eine interessante Frage ist auch, wie lange braucht es, um eine SharePoint-Site zu deployen? Bei uns dauert es ja mit Buildout wenige Minuten, bei SharePoint wahrscheinlich wenige Monate oder so. Bei SharePoint, die haben ja sogenannte Farms. Also die Farms bestehen aus sehr vielen SharePoint-Sites. Und die SharePoint-Sites, das sind einfach so individuell konfigurierte Sites, die meistens through the web von irgendeinem Benutzer erstellt wurden. Und da kann man dann auch fragen, wie aktualisiert man solche SharePoint Farms, also dass man Änderungen auf jeder Seite dann einspielen kann. Dann auch eine lustige Frage ist, wie kann man migrieren von SharePoint 2003 nach SharePoint 2010? Ich glaube, das geht gar nicht. Also wir hatten in der Schweiz ein großes Projekt von der Bundesverwaltung, die haben eine Geschäftsverwaltung gebaut mit SharePoint 2003, waren dann letztes Jahr fertig mit der Implementierung. Dann hat die Bundesverwaltung beschlossen, dass auf SharePoint 2010 migriert wird und das bedeutete das aus für dieses Projekt. Also die hatten keine Chance, ihre Lösung, die auf SharePoint 2003 entwickelt wurde, auf 2010 zu portieren. Also da waren dann 7 Millionen Euro in den Sand gesetzt. Noch zum Thema Euro. Also hier sieht man auch eine Grafik, die ist auch von Huddle. Das sind eben dann die versteckten Kosten von SharePoint. Also da kommt dann einiges dazu. User-Lizenzen, Produktlizenzen, SQL-Server-Lizenzen, Windows-Server-Lizenzen, alles Mögliche kommt da noch dazu und der Witz ist, dass natürlich die Lizenz der kleinste Teil ist und bei Microsoft ist es so, dass man dann für alle Zusatzfunktionen dann Module lizenzieren muss. Also wenn man die PDF-Suche haben, muss man das PDF-Suchmodul aktivieren und einkaufen etc. Also da entstehen dann sehr große Kosten. Und das hat mir dann also ich habe dann bei unseren Präsentationen, sage ich dann immer, Plauen ist
dreimal besser als SharePoint. Wir haben das bei einem Kundenprojekt erlebt. Dort haben wir offeriert und da waren auch drei SharePoint-Anbieter dabei. Und wir haben dann gewonnen, weil wir einfach dreimal günstiger waren. Also wir waren vom Preis her dreimal günstiger. Das ist vielleicht nicht so gut fürs Geschäft, aber dafür ist es nachhaltiger. Dann mussten wir Server-Spezifikationen machen. Das war für ein Intranet für etwa 3000 User. Und da haben die anderen, die SharePoint-Lieferanten, hatten einfach dreimal mehr Server-Hardware angegeben. Und das Dritte war auch, dass wir dreimal schneller waren bei der Implementierung. Also da kann man ruhig sagen, Plone ist mindestens dreimal besser als SharePoint. Und ich habe dann festgestellt, dass mit Plone, dass es eigentlich erst richtig Spaß macht, wenn man die richtig schwierigen Projekte bekommt. Also das sind, ich sage dann immer, wir kommen mit Plone dann ins Spiel, wenn der Kunde mit SharePoint einfach nicht mehr weiterkommt. Also wenn es zu komplex wird, erst dann eigentlich wird's für Plone richtig spannend. Und weshalb das so ist, das sehen Sie hier. Ich habe da einige Technologien oder Tools aufgeschrieben, die wirklich einzigartig sind. Und das sind eigentlich die wahren Stärken von Plone. Leider sieht man die nicht, wenn man Plone installiert, weil es gibt ja auch noch ein Shootout, dann Plone gegen Typo 3. Aber ich denke, es wäre sicher auch sehr interessant, eben ein Shootout Plone gegen SharePoint zu machen. Und wir sind jetzt eben schon ziemlich lange im Geschäft und wir haben eben auch sehr große und komplexe Installationen gemacht. Und das hier sind wirklich die Tools, die dann bei diesen großen Projekten eigentlich richtig zum Tragen kommen. Sicher Buildout, nicht mein Freund, weil ich das selber in meinem Alter jetzt nicht mehr ganz begreife, wie das funktioniert. Aber früher war alles noch viel einfacher. Viel kann mir da beistimmen. Aber Buildout ist sicher sehr komplex, auch für Neueinsteiger schwierig zu begreifen. Aber wenn man dann, wir haben große Installationen, wo wir wirklich, also wir haben auch Farms mit 40 oder 60 verschiedenen Plone-Sites, die wir dann mit Buildout wirklich in einem Tag aktualisieren können. Und das möchte ich eben sehen von SharePoint-Installationen, ob die auch so eine Technologie haben, dass man wirklich so eine Farm über ein Tool steuern kann mit der Konfiguration. Dann sicher auch, was wir fast in jedem Projekt brauchen, ist PAS, also Pluggable Authentication Service, ist absolut genial. Also unsere Kunden, die staunen, was wir da machen können. Also wir können einen Teil der Benutzer aus Active Directory authentifizieren, der andere Teil aus einem LDAP, der dritte Teil in Plone. Also wir können da wirklich sehr gemischte Authentifizierungsszenarien bauen und das ist wirklich auch eine sehr große Stärke von Plone. Dann Action Providers, das heißt, dass man alle Aktionen in Plone über Zugriffsrechte steuern kann. Ihr habt ja vorhin diesen komplexen SharePoint-Schirm gesehen und ich hatte etwa vor einem Monat die Chance oder die Möglichkeit, eine ziemlich State-of-the-Art SharePoint-Installation bei einem Kunden anzusehen. Die wurde in der Schweiz ziemlich gehypt und das war schrecklich. Also dort waren alle SharePoint-Bedienelemente noch eingeblendet, die man eigentlich gar nicht brauchen sollte oder braucht. Und offenbar hat der Dienstleister das nicht geschafft, eben diese Bedienelemente auszublenden. Bei uns ist das eigentlich alles über den Workflow gesteuert oder über die Action Providers. Dann Upgrade Steps, auch unverzichtbar jetzt bei unseren Projekten, wenn wir 40 produktive Sites haben und wir wollen ein Update einspielen. Das geht nur noch über Upgrade Steps, sonst manuell haben wir da gar keine Chance mehr. Dann
Solr setzen wir jetzt praktisch in jedem Projekt ein. Enterprise Search ist zwar nicht Plone, aber auch ein Beispiel, wie flexibel Plone ist, dass man eben die Suchmaschine auch austauschen kann. Dann mein Liebling ist Placeful Workflow. Das ist wirklich ein geniales Konzept, dass man den Workflow und das Verhalten der Inhaltstypen eigentlich spezifisch ändern kann für ganze Bereiche. Und das hat uns in der produktiven Phase schon ziemlich oft das Leben gerettet, weil der Kunde dann plötzlich andere Anforderungen hatte in einem Bereich, was das Verhalten der Workflows anbelangt. Und das konnten wir dann sehr einfach lösen, eben mit Placeful Workflow. Dann Live Search gibt es in SharePoint auch nicht, habe ich nirgends gefunden, ist auch für uns ein wichtiges Tool. Transmogrifier, wer kennt dieses Tool? Ah, doch schon sehr viele. Ist auch unglaublich cool. Also wir haben mit Transmogrifier eine sehr große Migration jetzt gemacht in diesem Jahr. Dort haben wir ein Geschäftsverwaltungssystem bei einem Kunden auf Plone migriert. Das waren elektronische Dossiers, also elektronische Akten mit Dokumenten drin. Und da haben wir so Installationen mit 40.000 Akten und 100.000 Dokumenten einfach in unsere Lösung migriert mit Transmogrifier, mit Regeln. Und das hat wirklich wunderbar geklappt. Dann leider ein Thema, das noch verbesserungswürdig ist in Plone, ist die Office-Integration. Dort müssen wir uns klar verbessern, wenn wir auch eben direkt mit SharePoint oder Alfresco verglichen werden wollen. Es gibt in Plone schon eine Office-Integration, also man kann Termine in Outlook exportieren. Viele unserer Kunden setzen External Editor ein, eigentlich ein Tool, das nicht mehr so weiterentwickelt wird. Aber für uns wird das immer wichtiger, eben diese Möglichkeit, mit Word und Excel direkt Dokumente in Plone zu bearbeiten. Und wir sind mit External Editor nicht ganz zufrieden im Moment, weil man auf der Client-Seite noch eine Software installieren muss. Und wir arbeiten im Moment daran, dass wir einen Weg finden, wie wir direkt das SharePoint-Protokoll unterstützen können. Das heißt, das SharePoint-Protokoll ist in der neuesten Word- und Excel-Version eingebaut. Also man braucht kein Plugin mehr. Und wenn wir es hinkriegen, dass sich Plone so wie ein SharePoint verhält, dann müssen wir auf der Client-Seite dann gar keine Zusatzprodukte mehr installieren. Also man kann dann direkt mit Word oder Excel mit diesem SharePoint-Protokoll ein Dokument in Plone bearbeiten und auch wieder speichern. Dann, was wir auch schon gemacht haben, ist, wenn man in Plone aus einer Vorlage ein Office-Dokument erstellt, kann man auch die Metadaten dieses Dokuments dann befüllen. Also die neuesten Office-Formate sind ja XML und da ist es ziemlich einfach, eben die Metadaten wie der aktuelle Benutzer, das aktuelle Datum oder die Stelle, wo man sich befindet im System, dass man dies dann ins Word importieren kann. Dann habe ich es ja anfangs von meinem Vortrag gesagt, keine Angst vor großen Namen. Also wir haben unsere Projekte bei Intranet-Lösungen, dort haben wir natürlich immer Schnittstellen und Verbindungen zu Umsystemen. Also das sind dann große klingende Namen. Oracle benutzen wir mit RHEL Storage, um die Dokumente und die Datenbank von Plone in Oracle zu speichern. Das war einfach eine Kundenanforderung. Der Kunde hat gesagt, dass alle Daten müssen in Oracle sein und haben gesagt, ja okay, machen wir so. Dann eben Microsoft, da haben wir Active Directory angebunden und bei Adobe hatten wir ein System angebunden, das aus jedem Office-Dokument automatisch ein PDF-Dokument erzeugt. Das ist ein Dienst, wo wir benutzen, um
Wenn man im Blauen ein Word-Dokument hochlädt, dass automatisch ein PDF dazu generiert wird. Also wir hätten eine Lösung angeboten mit OpenOffice, aber die war qualitativ nicht ganz genügend. Deshalb hat der Kunde dann einen teuren Adobe-PDF-Server gekauft und wir haben die Anbindung gemacht. Wir haben auch schon Anbindungen an SAP-Systeme gemacht. Also die großen Namen, die haben alle Schnittstellen, die sind offengelegt und mit Blauen können wir uns da eigentlich an beliebige Schnittstellen anbinden. Wir konnten auch interessante Erfahrungen sammeln im Betrieb. Wir haben bei einem Kunden eine solche Lösung jetzt in einer ähnlichen Konfiguration seit 3 oder 4 Jahren in Betrieb. Und jedes Mal, wenn es Probleme gab, war eines der Umsysteme schuld. Also Oracle war unten oder der Adobe-Server ging nicht mehr oder das Active Directory war kaputt. Aber unsere Lösung, die, also das kennt ihr ja, das läuft und läuft. Also dort haben wir höchste Verfügbarkeit und Blown ist natürlich sehr robust. Also entweder können wir integrieren oder natürlich auch ersetzen. Also wir haben da bei einem Kunden eigentlich eine ganze Palette von Softwares ersetzt mit Blown. Also dass man da eigentlich sehr viele, also wenn der Kunde eine Software so installiert hat, dann haben wir eben die Möglichkeit mit dem Plone-Portal, wenn man das sauber aufbaut, eben eine Wiki-Funktion zur Verfügung zu stellen oder eine Doodle-Funktion haben wir auch gebaut, eben SharePoint-Komponenten ersetzen. CMI-Konsole ist eben eine Geschäftsverwaltung, die wir jetzt mit Blown abgelöst haben und Optree gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Das ist ein kommerzielles CMS. Ich möchte jetzt in der restlichen Zeit auch noch auf ein paar Kundenreferenzen eingehen. Also Canton Zug kennt ihr vielleicht schon von meinem letzten Vortrag in Dresden. Vor 2 Jahren war das der Canton Zug, das ist wie ein Bundesland in Deutschland, der hat eigentlich jetzt die ganze Infrastruktur jetzt dann auf Blown umgestellt. Wir haben den Webauftritt gemacht, dann Extranet, Intranet und auch jetzt noch die Geschäftsverwaltung, wo alle Office-Dokumente verwaltet werden. Und wir waren sehr erfolgreich, also das kann man wirklich mit Stolz sagen, dass wir mit Blown eben eine Technologie jetzt entwickelt haben, wo wir Projekte wirklich reibungslos über die Bühne bringen können, wo wir sehr gute Qualität abliefern und der Kunde, die haben ja schon viele IT-Projekte durchgeführt und die sind immer wieder erstaunt, wie reibungslos, dass wir eigentlich die Lösung dann erstellen und abliefern können. Und das ist eben dank den vielen Tools im Hintergrund, die uns die Arbeit erleichtern. Und hier sehen wir noch, was wir eben alles realisiert haben jetzt in Zusammenarbeit mit dem Canton Zug. Und für uns war es natürlich erfreulich, dass die Bundesverwaltung mit diesem Microsoft-Projekt gescheitert ist, weil wir haben eigentlich die genau gleiche Geschäftsverwaltung mit Blown entwickelt und sind jetzt mit 40 Installationen in Betrieb produktiv. Also das war wirklich ein großer Erfolg. Hier noch ein paar Zahlen. Also im Canton Zug haben wir 2000 interne und etwa 1000 externe Benutzer. Wie schon gesagt, die internen sind im Active Directory, die externen werden dann in einem LDAP verwaltet, aber mit Pluggable Authentication Service ist das alles dann kein Problem. Dann haben wir 450 Arbeitsräume. Ein Arbeitsraum ist wie ein SharePoint-Space, also wie ein Collaboration-Space. Dort arbeiten interne und externe Benutzer zusammen, Dokumentablage,
Termine, Aufgaben und Kontakte kann man dort verwalten. Dann haben wir eine Lösung entwickelt für Organisations- und Personalhandbücher, dass man die in Plone erstellen kann und dann automatisch eine PDF-Ausgabe erzeugen kann. Und eben die Geschäftsverwaltung mit über 40 Installationen in den einzelnen Ämtern und Direktionen. Dann ein weiteres erfolgreiches Projekt war oder ist Tamedia. Tamedia ist die größte größte Medienkonzern in der Schweiz. Das ist der Tagesanzeiger, also die größte Schweizer Tageszeitung. Und auch dort ist, also Tamedia ist eigentlich ein Microsoft-dominierter Umgebung. Die haben eben dann die Intranet-Lösung ausgeschrieben. Wir haben offeriert und in der Schweiz, ich weiß nicht, ob das hier in Deutschland auch so ist, in der Schweiz ist das dann so, wenn sich der Kunde nicht für SharePoint entscheidet, da kommt der Microsoft General Manager vorbei und droht noch einmal. Also das ist bei Tamedia auch der Fall gewesen, da, als der Entscheid da war, dass es nicht SharePoint ist, ist da wirklich dann der General Manager der Schweiz bei Tamedia vorbeigegangen und wollte die Tamedia noch umstimmen. Also die versuchen dann alles mit Lizenzen schenken und so. Also dort gibt es dann ganz andere Methoden eben, wo es dann auch für Plone zum Teil schwierig wird, weil wir da natürlich dann diese Mittel nicht haben. Die Lösung sieht dann etwa so aus, also das wird wirklich intern auch von etwa 3000 Benutzern täglich benutzt, ist eher ein Informationsportal, der Collaboration-Teil, der folgt dann in diesem Jahr. Und Tamedia, also das wichtigste Element war eigentlich ein Standortobjekt, ein Standort und eine Abteilung, weil die Tamedia, die ist sehr fleißig im Firmen akquirieren und wieder verkaufen. Und deshalb müssen sie in der Lage sein, wenn sie, also die kaufen pro Woche ein, zwei Firmen auf oder verkaufen auch wieder Firmen. Und das muss man dann alles im Intranet sehr rasch umsetzen können. Und jetzt sind sie in der Lage, wenn sie eben eine neue Firma akquirieren oder kaufen, dass sie innerhalb von 2-3 Stunden können Sie für diese neue Firma eigentlich im Intranet einen Bereich aufschalten mit Standort und auch mit einer Telefonbuchanbindung. Das ist noch ein Marktplatz, den wir realisiert haben. Die dritte Referenz ist meine Heimatstadt, die Stadt Bern. Dort haben wir auch 2005 den Webauftritt realisiert. Das war unser erstes großes Projekt und natürlich auch von der Ausstrahlung her sehr wichtig. Wenn man den Webauftritt der Hauptstadt der Schweiz eben realisieren kann, ist das sicher eine sehr gute Referenz für Plone. Der Webauftritt, der läuft immer noch, ist leider immer noch Plone 2.5. Also leider haben wir dort einen so guten Job gemacht mit Aktualisieren, dass der Kunde eigentlich immer noch zufrieden ist mit dem Webauftritt. Wir haben das Layout ein bisschen aufgefrischt, aber das kann man auch gerade zeigen, wie nachhaltig Plone ist, also dass man da nicht immer eben auf die neueste Version gehen muss. Wir können jetzt aber in diesem Jahr das Intranet aufschalten. Das sieht dann etwa so aus. Das ist auch eine Lösung, also wir können dann eigentlich die gleiche Lösung nehmen, wie wir im Kanton Zug entwickelt haben und haben die Lösung einfach mit einem neuen Skin versehen. Und da haben wir Standardmodule entwickelt, auch in Zusammenarbeit mit dem Kanton Zug. Schwarzes Brett, persönliche Startzeit ist eigentlich das Dashboard, ein Blog, ein Glossar, ein Arbeitsraum, ein Telefonbuch. Das sind so Standardmodule, die wir dann einsetzen. Also wir versuchen wegzugehen von Individualentwicklungen und versuchen vermehrt eben Standardprodukte einzusetzen und diese dann
für den Kunden nur noch zu konfigurieren. Wir haben jetzt auch, also früher haben wir leider nicht so viele Produkte Open Source gegeben, weil uns zum Teil die Zeit gefehlt hat oder weil wir auch mit dem Kunden kein Agreement hatten, dass wir das dürfen. Aber jetzt sind wir so weit, dass wir bei jedem Kunden eigentlich einen Rahmenvertrag haben, wo wir sagen, dass alles, was dort entsteht, GPL ist. Also da können wir das dann auch rausgeben. Das haben wir jetzt auch gemacht. In den letzten Monaten haben wir wirklich systematisch alle unsere Produkte Open Source, also wirklich verfügbar gemacht. Und ihr findet diese auf github.com/4teamwork. Dort haben wir jetzt schon 41 Produkte released. Das sind eigentlich die Produkte, die wir jetzt auch einsetzen, um im Intranet der Stadt Bern eben diese Lösung zu entwickeln. Genau, das sieht dann etwa so aus. Also wir machen auch Screen Movies von unseren Lösungen, damit wir dies dem Kunden eigentlich innerhalb von einer kurzen Zeit dann zeigen können, wie eben das Dashboard funktioniert, dass man eben, also wir haben dort noch eingebaut, dass man das mit Drag and Drop umherschieben kann. Dann eben einen Arbeitsraum erstellen, das ist eigentlich die SharePoint-Alternative, dass man wirklich sehr rasch eben einen Workspace erstellen kann, wo man mit anderen Personen Dokumente, Termine und Aufgaben austauschen kann. Und der Workspace, der sieht dann, haben wir so ein Standard-Layout mit einer Tab-View genommen, die wird dann auch per Ajax wird das dann nachgeladen. Man kann Personen einladen per E-Mail, indem man die E-Mail-Adresse angibt. Die Personen erhalten dann eine Mail, wo sie sich dann direkt beim Portal registrieren können. Man kann Unterordner erstellen und eben dann in diesen Unterordnern Dokumente hochladen. Das Ganze ist eigentlich vorkonfiguriert, dass man das eigentlich out of the box dann benutzen kann. Und wir nennen es eigentlich Self-Service-Portal, also dass die Benutzer eigentlich selber in der Lage sind, so einen Arbeitsraum zu erstellen und nicht noch eben dem Support anrufen müssen. Ich glaube, das kennen Sie dann, wie man eben einen File hochlädt. Und ich habe dann auch so ein paar Impressionen. So sieht es etwa aus, wenn man mit SharePoint arbeiten muss oder arbeitet. Also das Ziel ist, eine Küche zu bauen. Und da braucht es dann ganz viele Handwerker, einen Plan und viele Werkzeuge. Und es scheint doch ziemlich ein komplexes Projekt zu werden. Und was wir dann machen können, auch mit Buildout, wir können eine sogenannte Virtual Appliance machen. Das heißt, ein vorkonfiguriertes System, das man dann beim Kunden als in einem VMware-Image zum Beispiel laufen lassen kann. Und das sieht dann natürlich ein bisschen schöner aus. Also ist alles schon ergonomisch gut eingerichtet. Alles ist am richtigen Ort und man kann entweder einen Teller Spaghetti kochen oder ein Fünfgang-Menü. Es ist alles eigentlich vorbereitet. Und ich denke, wir jetzt in diesen Bereichen, wo wir uns bewegen, also bei diesen Größenordnungen von Projekten, versuchen wir jetzt als 4Teamwork auch anders aufzutreten. Weil bisher sind wir etwa so aufgetreten, also ja, wir sind Open Source, das ist cool, wir können da alles freigeben, alles verändern. Und wir haben einfach festgestellt, dass das bei vielen Kunden im Business-Bereich da nicht gut ankommt. Also die haben dann Angst, Open Source, was ist das? Ist dann meine Lösung von überall her zugänglich? Also die wissen gar nicht, was das ist und deshalb verwirrt das eher. Und deshalb versuchen wir jetzt eher
so aufzutreten, also dass wir wirklich Profis sind, Hightech und wirklich State-of-the-Art-Lösungen abliefern, die funktionieren, die sind professionell gewartet, die sind wirklich Formel 1 tauglich. Und da können wir auch ruhig dazu stehen, weil wir haben jetzt so viele andere Systeme gesehen und Blown hat so geniale Technologien unter der Haube, die man wirklich eben in diesem Geschäftsumfeld sehr gut nutzen kann. Als Fazit von meinem Vortrag eben ein lustiger Spruch: Blown liefert, was SharePoint verspricht. Kann man immer wieder gut anwenden. Und wir haben auch ein großes Vertrauen des Kunden erarbeitet, weil wir eigentlich alle Änderungen umsetzen konnten, auch in schwierigen Projektphasen, wo Change Requests reinkamen, war Blown so flexibel und so stabil, dass wir die Änderungen noch einbauen konnten. Und deshalb eignet sich Blown wirklich auch für sehr große Portale, komplexe Lösungen. Und das macht dann auch Spaß, wenn diese Lösungen eben erfolgreich in Betrieb sind. Okay, das war mein Vortrag zum SharePoint-Bashing. Vielen herzlichen Dank. Ja, vielen Dank. Wenn jetzt noch Fragen sind, einfach kurz warten, bis ich mit dem Mikro da bin. Bitte. Zum Dateimanagement, wenn man über einen Subserver Dateien hochlädt und dann wieder runterlädt, ändert sich unter Umständen der Dateiname. Ist das gelöst worden von euch, das Problem, oder besteht das weiterhin? Also auf GitHub sollte es ein Produkt haben, ftw.file. Also ftw steht für for Teamwork und wir konnten nicht eine 4 nehmen als ersten Buchstaben irgendwie. Und in ftw.file ist das eigentlich gelöst. Dort haben wir die Behandlung des Filenamens eigentlich separiert vom Titel und das ganze Handling beim Hochladen und Runterladen haben wir dort eigentlich gelöst. Was im Moment noch fehlt, ist, dass man den Dateinamen auch noch in Blown User Interface anpassen kann. Also das werden wir dann noch nachliefern, weil manchmal ist es auch praktisch, wenn man nachträglich auch den Dateinamen noch setzen kann. Aber mit ftw.file haben wir das eigentlich gelöst. So, wir haben jetzt ein zweites Mikro. Weitere Fragen? Haben Sie schon einen Ersatz in Plone für die SharePoint-Listen gefunden? Es gibt so einige Ansätze. Jemand hat, glaube ich, mal ein Produkt entwickelt in diese Richtung, aber wir versuchen eigentlich, die SharePoint-Listen durch vordefinierte Module zu ersetzen. Also die SharePoint-Listen sind dann schon praktisch, nur führt das dazu, dass wenn 20 SharePoint-Benutzer in ihren Spaces eine Aufgabenliste definieren mit SharePoint, dann werden das 20 verschiedene Listen, weil der eine sagt dem Titel dann Betreff und dem Datum zu erledigen oder Due Date oder was auch immer. Und wir in der Regel schauen wir dann mit dem Kunden, welche Listen braucht es, also wie soll eine Terminliste aussehen, wie soll eine Aufgabenliste aussehen, und wir machen dann Module, die einheitlich sind. Und gerade bei großen Installationen kann das eben mit SharePoint dazu führen, dass die Leute anfangen, eigene Anwendungen zu bauen in ihren Spaces. Aber ich denke, wahrscheinlich die Lösung wird sein, dass man mit Dexterity dann einen guten Ansatz hat, eben wie man solche Listen machen kann. Also ich kann mir vorstellen, dass man in Dexterity eben through the web einen Inhaltstyp zusammenbaut und dass wir dann dazu eigentlich eine generische Listendarstellung machen, die anhand der Felder im Dexterity-Inhaltstyp eben die Spalten definiert.